Gamescom Freitag und unser letzter Tag. Ein paar Stände haben wir uns noch aufgehoben. Den Anfang machen wir heute bei Nintendo. Dort schauten wir uns ein wenig um. Die große Präsentation von Pokémon Sonne und Mond soll aber erst am Abend sein. Daher gab es bisher nur Bekanntes zu sehen. Danach spielten wir eine Runde Dawn of War 3. Nach unserem Empfinden kommt das Spiel aber auch wieder nicht an Teil 1 heran. Die Heldenmechanik lässt einfach zu viel vom Aufbauaspekt vermissen. Das finden wir schade, war aber nach Teil 2 absehbar. Nach dem ganzen Trubel an den letzten Ständen gönnten wir uns ein wenig Ruhe mit einer Runde Endless Space 2. Da wir im Moment begeistert Stellaris spielen, war dies ein guter Vergleich. Das Erforschen machte uns viel Spaß, auch das Kampfsystem ist interessant anzusehen. Leider ist in der Demo nur sehr wenig zu sehen. Dort sind wir auf jeden Fall auf mehr gespannt. Für mehr Action haben wir uns dann noch ein Rennen bei Sonys Gran Turismo Stand geliefert. Für uns bleibt aber Microsofts Forza die bessere Rennserie. Danach schauten wir uns BMWs iRide an, welches eine Simulation einer Motorradprobefahrt generiert. Diese arbeitet dabei nicht mit 3D-Animationen, sondern verarbeitet direkt hochauflösendes Bildmaterial. Ein interessantes neues Verkaufskonzept. In die virtuelle Realität von Arkham VR stürzten wir uns mit dem dunklen Rächer Gothams und hatten einiges an Spaß dabei. Auch wieder eine gelungene Präsentation von Sonys VR-Fähigkeiten. Weiter ging es dann mit einem Kämpfchen im neuen Tekken 7. Für Fans der Serie dürfte dies auf jeden Fall einen Blick wert sein. Wir waren dafür aber zu wenig mit der Materie vertraut und kamen aber trotzdem auf unsere Kosten. Am Stand von Wargaming verbrachten wir unsere Zeit mit World of Tanks, welches wir bisher noch nie gezockt hatten. Ein interessantes Spielkonzept, doch um wirklich etwas zu erreichen, muss man schon einiges an Zeit investieren. Auch am Stand gab es das neue Master of Orion, Conquer the Stars zu spielen und holla die Waldfee, da muss ich Stellaris wirklich warm anziehen. Wunderschöne Cutscenes begleitet von einem gut durchdachten Interface, uns hat es sehr gut gefallen. Leider war auch diese Demo wieder mal viel zu kurz, wir haben uns diesen Titel aber auf jeden Fall für die Zukunft notiert. Am Microsoft-Stand war ein Anspielen nahezu unmöglich aufgrund des Andrangs. Es wurde aber auch einiges geboten. Von Forza über Gears of War und Just Dance waren alle namhaften Microsoft-IPs spielbar. Besonders freuten wir uns über die Möglichkeit, Rares aktuelle Entwicklung Sea of Thieves einmal anspielen zu können. Das Spiel macht einen Heidenspaß, sieht gut aus und erwähnten wir schon, dass es viel Spaß macht? Zusammen mit seinen Kameraden führt man ein Schiff, das es durch die rauen Gewässer zu steuern gilt, immer mit einem Auge auf dem Meer, um nach Feinden Ausschau zu halten, die es in einem Seekampf zu besiegen gilt. Wird das eigene Schiff getroffen, muss man sich um die Reparatur kümmern, sodass es nicht sinkt. Ein großer Spaß, der gut ankommen dürfte. Zum Abschluss unserer heutigen Reise ging es dann noch an den Gwent-Stand, wo es das Witcher-Kartenspiel zum Probieren gab. Da es auch Schwierigkeiten im Let's Play mit dem Verständnis der Regeln gab, kamen wir hier nicht wirklich ins Spiel, aber vom Look and Feel ist es Gwent aus dem Witcher-Universum. Es dürfte auf jeden Fall seine Fanbase finden. Damit endete unsere Reise auf die Gamescom. Es waren anstrengende 3 Tage, doch sie haben sich für uns gelohnt. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, schaut doch dort vorbei, aber bringt genügend Zeit mit. Wir sehen uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder hier in Köln.